auch schönes I'm done. Und da ist jetzt auch so ein bisschen crying, sobbing mit dabei, würden die Estelle-Leute sagen. Sobbing, ja, mit einem gekippten Kehlkopf, der dem Ganzen nochmal diesen Schmerz mit dazu gibt, dieses crying. There must be something in the water. Hier auch das Side. Bei dem Side. Ich kenne jetzt den Riff nicht, ne? Aber da ist er auch nicht auf Side. Er ist nicht aufs I gegangen, er ist auf dem A geblieben. Und der A ist der Vokalöffner in dem Fall. Und das ist nämlich genau richtig, wie man nämlich solche Riffs auch macht. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsgesangsdozentin Tanja Levy ist wieder am Start. Und heute schauen wir mal rein bei DSDS. Lasst es loslegen. Counting days till my love has got lost on me. Lost on me. 'Cause every breath that I have taken since you left seems like a waste on me. I've been holding on a hope till you come back so. I'm holding on. Ja, der Karl, der hat es mir besonders angetan. Für mich, von allen, also fast allen, die ich da jetzt gesehen habe, finde ich, hat er den meisten Star-Appeal. Der hat wirklich dieses Gesamtpaket, der sieht nicht nur super aus, sondern er hat eine tolle Stimme, der hat Ausstrahlung, der hat Ausdruck. Und wie ihr wisst, gehört einfach noch mehr dazu, als nur singen können. Ne? Das eine ist ja singen können, aber das ist etwas, was man auch erwartet. Ne? Das ist eine Erwartungshaltung in der Branche, dass man erstmal singen kann. Und dass man auch gut aussieht, weil letztendlich verkauft man sich als Produkt und nicht nur als Sänger, sondern es ist immer das Gesamtprodukt. Und was jetzt bei ihm natürlich noch mit dazu kommt, ist, dass er, ja, ja, das ganze Gesamtpaket, ne, mit der Ausstrahlung und Aussehen und sehr schöne, warme Stimme, da ganz tolles Timbre. Man sieht auch gleich, dass er sich sehr... Der geht schon selber in die Richtung Luis Capaldi. Mir fällt das sehr stark auf bei Männern, die wir bei uns im Unterricht haben, dass wenn immer die Luis Capaldi auch hören, dass sie seine Vokalarbeit auch so ein bisschen annehmen. Dieses O-lastige, dieser tiefe Kehlkopf, was er gerade am Anfang macht, der Luis Capaldi. Und mir fällt es auf, dass es viele unserer Männer hier auch tatsächlich machen. Und das könnt ihr hier auch bei ihm sehen, diese O, die ich gerade vorhin nachgemacht habe. Das ist auch etwas, was er mit übernommen hat, müsste man jetzt natürlich beobachten. Wichtig ist, dass ihr euren eigenen Sound entwickelt, ne? Dass ihr das nicht nur so macht, wie es der Luis Capaldi macht, sondern wie ihr das macht. Ja, aus eurer Sprechstimme heraus zuerst und nicht gleich direkt mit einem manipulierten, tieferen Kehlkopf zum Beispiel. Ja, wir schauen jetzt mal weiter. Oh, I could find some peace. Find some peace. 'Cause every word that I have spoken since you left seems like a hollow street. There must be something in the water. Ja. 'Cause every day is getting colder. Am Ende eng geblieben. Wir haben hier natürlich auch wieder Growling gehabt. Wir haben oft schon auf dem Kanal drüber geredet. Ist ein toller Akzent, ist auch ein tolles Ausdrucksmittel. Ja, wenn man etwas verdeutlichen will, wenn man dem Ganzen nochmal ein bisschen Aggression geben will, dann ist Growling einfach super in dieser Hinsicht. Und er hat richtig auch, was er gemacht hat, ist, er hat Momentum gebildet. Das heißt, er ist in den ersten Strophen relativ neutral geblieben, um im Chorus schön auszuholen. Der Kickoff war im Chorus da und ist auch da. Und das ist nämlich das, was professionelle Sänger auch machen sollten. Das machen viele Sänger, stürzen sich von 0 direkt auf 100 rein. Die fangen schon an mit einer hohen Intensität, hohe Power, die verstehen die Dramaturgie des Songs nicht, den Inhalt des Songs nicht. Und die fangen direkt an, erstmal zu zeigen, was sie können. Oftmals ist es viel interessanter, den Song aufzubauen. Ja. Every day is getting colder. Every day. So, dann hat er auch colder. Und das colder hat er hier auch sehr schön ausgesoftet. Ne? Also ihr seht, der hat schon eine Ahnung von Volumen. Weil er hat jetzt ganz viel Gas gegeben und hat das dann am Ende ein bisschen ausgesoftet. Das ist nicht nur die ganze Zeit von 0 auf 100 Power, Power, Power. Weil zu viel Power wollen die Zuschauer auch nicht hören. Ja? Es ist auch, weil es so eine sehr hohe Herz ist. Und diese hohe Herz kann für viele sehr belastend sein und unangenehm. Deswegen wird Belting auch oftmals als Schreien empfunden. Schauen wir mal weiter. Weiter. Da war so ein bisschen, und da ist jetzt auch so
ein bisschen crying, sobbing mit dabei sind, wie Estelle Leute sagen. Sobbing, ja, mit einem gekippten Kehlkopf, der dem Ganzen nochmal diesen Schmerz mit dazu gibt, dieses crying. There must be something in the water. Also ich kenne den Song jetzt nicht in- und auswendig, aber dieses There must be something in the... Ja, da merkt man auch, das ist auch eine Technik, die mit dazu kommt. Auch schönes under. Ich gehe so ein bisschen in seine Tonlage, das ist nicht viel zu tief für mich. Aber auch da, schöne A-Vokale. Man sieht also, der weiß, was er macht, wie er jetzt gerade arbeitet. Ne? Normalerweise sieht man, woran kann man einen Sänger mit einem Nichtsänger so ein bisschen erkennen, ist... Da gibt es viel Atmung, Zunge, aber Vokalarbeit ist zum Beispiel etwas, wo man merkt, okay, da hat er jemand Ahnung oder nicht. Ist viel Vokalarbeit, würde ich ganz ehrlich so pauschal sagen. Und ob der Vokalarbeit, Kehlkopfmanipulation und so. Viele Leute machen das ja auch intuitiv schon. Hier auch das Side. Bei dem Side. Ich kenne jetzt das Riff nicht, ne? Aber da ist er auch nicht auf Side. Er ist nicht aufs I gegangen, er ist auf dem A geblieben. Und der A ist der Vokalöffner in dem Fall. Und das ist nämlich genau richtig, wie man nämlich solche Riffs auch macht. Man geht die auf A runter und nicht auf dem I, wie das ganz viele eben machen. Oder auf Ns. Viele machen das so, die Riffs auf Ns durch. Aber er Side. Und nicht, ich gehe mal ein bisschen höher in meiner Tonlage. Side. Ich übertreibe jetzt wieder voll, ne? So, wir machen jetzt mal bis hierhin, weil es soll euch immer so einen kleinen Eindruck geben, was man alles durchfriemeln kann, was in so einem Gesangsunterricht passiert, wie man Dinge gerade stellt, wie man an Sachen arbeitet. Und das soll ja kein Reaktionsvideo sein, sondern euch ein bisschen so einen Input geben. Schaut doch mal rein in all meine anderen Videos. Wir haben hier fast bis zu 200 Videos. Und ich freue mich auf euch auf Instagram. Schaut doch mal da rein. Daumen hoch, Like, Abonnement. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Schaut doch mal jetzt hier die anderen DSDS-Videos rein. Die haben es richtig in sich. So, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein.